Ja, herzlich willkommen zurück. Ihr habt es gerade im Einspieler schon gesehen. Es geht jetzt eigentlich um eines meiner liebsten Themen, nicht wirklich eines von Markus liebsten. Und zwar New Adult, das Genre oder die Zielgruppe, da können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren, in der ich auch schreibe. Und ihr habt auch schon gesehen, dass ich das nicht alleine machen muss. Und zwar habe ich Nicola Hotel da. Sie ist ursprünglich mit romantischen Komödien, so meines Wissens, bekannt geworden. Schreibt jetzt eben auch NA, war auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also klatscht einmal alle daheim für Nicola. Hallo, schön, dass du da bist. Könnt ihr eigentlich auch direkt hinsetzen, dann müssen wir hier nicht so rum. Stehen. Ja. Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, die liebe Lilly Lukas, du hast ja vielleicht auch schon gehört, kann heute leider nicht da sein, aber ich denke, wir kriegen das auch zu zweit hin und diskutieren einfach fleißig mit. Das ist ja unser Thema, unser beider Thema. Genau, ja. Unser Steckenpferd, das kriegen wir hin. Mhm. Magst du vielleicht erstmal zur Begrüßung kurz dich vorstellen und zu erklären, wie du zum Schreiben und zum Genre von New Adult kamst? Ja, ich bin Nicola Hotel und ich habe, wie du schon sagtest, mit romantischen Komödien angefangen oder auch mit Fantastik und wie ich zum Schreiben gekommen bin, oh Gott, ja, der Klassiker eigentlich schon immer. Bei den meisten so, denke ich. Ja, also schon als Teenager habe ich dann so meine Mädchenträume aufgeschrieben und ausgemalt und habe das eigentlich auch nie verloren. Habe dann mit Kurzgeschichten angefangen und als es dann irgendwann die Möglichkeit gab, Self-Publishing was zu veröffentlichen, das habe ich dann genutzt und darüber bin ich dann über eine Agentur dann schlussendlich zum Verlag gelangt und im Moment ist das auch genau das, was ich möchte. Total schön, also schon so der klassische Weg eigentlich bei dir, total spannend. Und ja, wir diskutieren gleich ganz viel über das, ich sage jetzt immer Genre, eigentlich ist es ja immer die Zielgruppe New Adult, da reden wir auch noch gleich drüber. Ihr könnt fleißig mitdiskutieren und wir haben auch wieder ein Gewinnspiel, das würde ich gleich schon mal am Anfang sagen, dass ihr ganz, ganz gut aufpassen könnt, um diese Gewinnspielfrage beantworten zu können. Und die lautet, du könntest sie jetzt sogar schon beantworten, was ist das liebste New Adult Buch von Nicola Hotel? Und ihr könnt eben auch wieder Storyboxen gewinnen, ähnlich wie eben von Markus Heitz. Deshalb, ja, bleib dran, passt gut auf. Und jetzt hast du dich schon so ein bisschen vorgestellt und ich sage schon die ganze Zeit so schwammig so, ja, Genre, Zielgruppe, es wird ja viel diskutiert. Es wird immer als Genre bezeichnet, aber eigentlich ist ja New Adult die Zielgruppe, oder? Oder merkst du, dass du das selbst auch immer wieder als Genre bezeichnest? Das passiert mir schon mal, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Das ist die Zielgruppe und das beschreibt eigentlich ja nur einen Altersbereich in das Alter, das die Protagonisten in diesen Geschichten haben, so meistens so zwischen 18 und 26. Und das grenzt das so ein bisschen zu Young Adult ab, was ja eigentlich so bis 18 geht, sagt man. Und im New Adult-Bereich haben wir unterschiedliche Genres eigentlich. Da kann es ja Krimis auch geben, Liebesromane, vielleicht auch historisch, ja. Genau. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so zu wissen. Also ich meine, wir beide schreiben jetzt ja, du schreibst auch aber Romance-NA. Du hast jetzt noch nicht irgendwie Krimi-NA geschrieben, oder? Nee. Aber theoretisch wäre es möglich. Ich glaube, das zweitbekannteste ist wahrscheinlich dann Fantasy-NA, habe ich so den Eindruck, dass da so Sarah J. Maas und diese ganze Richtung viel ist. Aber du hast ja gerade schon die Abgrenzung gesagt. In Young Adult ist es eben meistens ein bisschen jünger. Oft gehen die Protagonisten und Protagonistinnen noch zur Schule und es endet so beim ersten Kuss vielleicht und es ist so die erste Liebe. Und bei NA ist es ja ein bisschen älter. Es gibt meistens eine Sexszene und es ist einfach so, ja, ich sage immer die College-Zeit. Mittlerweile spielt ja auch viel in Deutschland, dann ist es ja mehr die Uni-Zeit. Aber was hat dich denn zum NA geführt? Was begeistert dich denn so daran? Ich finde das so spannend, gerade so diese Unabhängigkeit, diese erste Unabhängigkeit. Bei Young Adult ist es ja so, klar, die ersten Male, der erste Kuss, das erste Verliebtsein. Und bei New Adult ist es wirklich so, dass es mehr ausgebaut wird, also dass man seine eigene Meinung vertritt und sich die schon gebildet hat und ja so seine Unabhängigkeit entwickelt und sich so vom Elternhaus abnabelt und ja, dann eben in diesem College-Setting, wobei ich das fast ein bisschen schade finde, dass es davon weggeht, oder? Nee, dass es eigentlich alles immer am College spielt. Das ist natürlich so ein Kessel, wo man alle zusammenwerfen kann und sich alle treffen können. Aber ich finde es manchmal so ein bisschen schade, weil es ja nicht alle Leserinnen so widerspiegelt. Es gibt ja nun auch viele, die eine Ausbildung machen, habe ich auch. Und da sollten die sich eigentlich auch wiederfinden. Und vielleicht kann man sich da ja so ein bisschen hinentwickeln auch, dass es mehr Vielfalt da gibt. Ja, hast du das Gefühl, das ist noch so klassisches College? Weil ich habe das Gefühl, so vor ein paar Jahren, ich habe so mit Mona Kasten, bin ich so in das Genre, ich nenne es jetzt aber weiter Genre, wir wissen jetzt alles, es ist eine Zielgruppe, aber bin ich da reingeschlittert. Da war es ja noch schon noch so sehr amerikanisch, College und so dieses klassische, vielleicht ist das Mädchen irgendwie neu im College und ist in einer völlig neuen Welt. Aber es gibt ja jetzt schon sehr viel mehr so in Richtung Roadtrip oder es gibt viel, was
zumindest mal in den Semesterferien spielt, jetzt vielleicht nicht so klassisch am College. Hast du das Gefühl, da hat sich schon was getan? Ja, aber es könnte noch mehr. Könnte noch, ich finde so, die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Und wir haben ja mitunter auch jetzt schon deutsche Settings. Mhm. Und ja, da sind mehr Variationen drin. Und ich habe es bisher auch immer hinbekommen, dass ich eigentlich kein College beschreiben musste, sondern dass es auch wirklich immer in den Semesterferien war und dass es nicht so viel thematisiert wurde. Man möchte ja auch nicht immer nur dann Unterricht oder so mitbekommen. Ja, ist bei mir genauso. Ich fand es vor allem, ich glaube, in Band 2 und 3 der aktuellen Reihe gibt es so ein bisschen Uni-Setting, in der neuen überhaupt nicht, in Band 1 auch nicht. Weil ich auch finde, es ist sehr, sehr schwer, das so in den Alltag zu integrieren, weil es ist auch so langweilig, Vorlesungsszenen zu schreiben. Mhm. Also dann muss ja irgendwie auch was passieren. Deswegen bin ich da eigentlich bei dir. Ich fände es ganz cool, wenn es sich so ein bisschen aus dem Setting löst. Vor allem, weil ich auch merke, ich habe super viele LeserInnen, die halt, wie du meintest, eine Ausbildung gemacht haben. Super viele sind noch jünger oder in der Schule und wissen sowieso noch gar nicht, ob sie mal studieren wollen. Dann finde ich es schade, wenn man das so als einzigen Weg eigentlich zeigt, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir einen gewissen, ich will jetzt nicht sagen Bildungsauftrag, das klingt irgendwie zu hoch gegriffen, aber schon mit unseren Büchern ja auch sehr viel Werte vermitteln können und so potenzielle Lebenswege. Und da finde ich es schade, wenn es eben, wie du halt gerade meintest, so ja, geradlinig ist. Siehst du da irgendwelche Chancen, deinen Lesern und Leserinnen was mitzugeben? Achtest du da bewusst drauf beim Schreiben? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich gerade toll, dass man da ja, so ein bisschen Werte vermitteln. Also es klingt aber im Prinzip alles vermittelt irgendwie Werte wahrscheinlich, ja. Ja, man möchte schon was mitgeben und ja, auch so ein Selbstwert. Das ist ja gerade, weil wir ja hauptsächlich weibliche Leserinnen haben, denen möchte man schon was mitgeben. Ja. Dass sie nicht nur dieses ja, Liebesroman und ich schmachte den Helden an. Mehr braucht es gar nicht. Es braucht nur einen Mann, um mein Leben vollständig zu machen. Genau, um das vollständig zu machen. Und das ist eben nicht der Fall. Und da könnten wir noch ein bisschen mehr dran arbeiten, aber ich sehe das schon, dass es auf jeden Fall in die Richtung geht. Ja. Wie machst du das denn in deinen Büchern? Ich muss gestehen, ich habe noch nichts gelesen. Ich wollte eigentlich auf dem Weg hierher bei BookBeat wenigstens noch reinhören, aber ich hatte nur eine Stunde zugefahren. Das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Magst du ein bisschen was zu deinen Büchern erzählen, was du da machst oder so? Du meintest ja gerade schon nicht am College, aber vielleicht kannst du da so einen Einblick geben, was für Werte du Also die neue Reihe, an der ich jetzt schreibe, Dark Academy, die spielt natürlich... Das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein College-Setting habe, aber bisher hatte ich das nicht. Und ja, so Unabhängigkeit, also dieses Lösen vom Elternhaus, das sind so Themen, die ich ganz spannend finde. Und dass man sich nicht so viel über Äußerlichkeiten darstellt, also dieses Thema mit Instagram, was wir ja alle nutzen und auch gerne nutzen, aber das hinterfrage ich schon immer ein bisschen und zeige dann auch mal Probleme auf und das finde ich schon ganz, ganz spannend. Ja, total. Glückwunsch übrigens erstmal zur Ankündigung. Ich habe die Kommentare gelesen bei Kiss und es war ja super positiv. Ich glaube, das ist gerade so auch voll so ein Trendthema, oder? Mit dem Dark Academia. Ja, von TikTok eigentlich, so ein TikTok-Trend, ja, genau. Dark Academia, stimmt. Ja. Habe ich auch gesehen. Es gibt ja auch noch einen Unterschied zu Dark und Light Academia. Vielleicht kannst du mir das kurz erklären, was genau das ist, weil ich kriege es auch nur über TikTok mit und ich fühle mich wie meine Eltern. Ich nutze diese App erst seit kurzem und es ist sehr überfordernd. Also, wie bist du auf das Thema, oder das ist ja kein richtiges Thema, aber auf das Setting, die Atmosphäre gekommen? Genau, es ist ja eigentlich so Design, also so was Optisches und das eben dann zu transportieren in eine Geschichte, wo es dann ein bisschen düsterer werden kann, da hatte ich richtig Spaß dran. Und ich bin auch über einen Zeitungsartikel drauf gekommen, über diesen Trend und habe mich dann mehr damit beschäftigt und finde es einfach sehr ästhetisch, sehr schön. Und da beschäftigen sich eben viele junge Menschen mit klassischer Literatur und alten Sprachen. Und ja, das ist... noch mal was anderes, also dieses Klassische und von der Mode auch, es wird ja viel dargestellt mit Kleidung, genau, und sie tragen dann eben auch so Kleidung aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, ne, mit dicken Wollpullis und Kordhosen und das ist ganz süß anzusehen und wird halt immer sehr dunkel fotografiert und das vermittelt halt eine ganz besondere Stimmung und die versuche ich eben in eine Geschichte einzufangen. Ja, aber auch total interessant, so auf eine Idee zu kommen. Vor allem merke ich gerade, das wäre eigentlich so voll meine Ästhetik, weil ich so alte Sprachen, Literatur, ich habe ja auch Medievistik studiert, so Mittel- und Althochdeutsch, wäre eigentlich total meins. Das hast du aber gerade eben noch gemeint, dass du auch versuchst, so
diese Schönheitsideale so ein bisschen zu hinterfragen. Zumindest habe ich das rausgehört, dass eben nicht immer so alles perfekt ist. Das heißt, du siehst ja schon eine gewisse Verantwortung deinen Leserinnen gegenüber, oder? Wie gehst du damit um oder wie schreibst du das bewusst? Beschreibst du deine Figuren? Das würde mich auch mal interessieren an alle, die gerade zuschauen. Habt ihr es in Büchern lieber, wenn ihr genau wisst, wie jemand aussieht oder wie geht dir das? Oder habt ihr es lieber, wenn es so ein bisschen schwammiger formuliert ist, dass man sich so mehr selbst da reinlesen kann? Ich tue mich immer schwer mit diesen Beschreibungen und ich werde schon mal gerügt, dass ich mehr beschreiben muss, also von meiner Lektorin hauptsächlich, die dann sagt, beschreib doch mal ein bisschen mehr. Ich finde es immer schön, wenn man mehr seine Fantasie reinprojizieren kann. Man beschreibt es oft, gerade New Adult ist immer, der Held ist wunderschön und muskulös und hat ein Sixpack und total sportlich. Hast du gerade Markus Lesung mitbekommen? Er hat das sehr, sehr gut dargestellt, so war es ja tatsächlich immer im NA. Tattoos und so. Tattoos, genau, immer so ein bisschen geheimnisvoll und das sind eigentlich so Klischees, die... womit man auch gerne mal brechen darf. Ne? Also damit brichst du dann schon auch bewusst? Ich versuche es. Natürlich möchte man seine Buchhelden attraktiv darstellen. Das kann man natürlich auch auf anderen Weg. Das muss jetzt nicht nur optisch sein. Es gibt ja viele Sachen, die attraktiv sind. Also ne, Intelligenz oder ein Humor oder dass er einfach die Interessen, die jemand hat, die machen einen ja attraktiv. Total. Ich finde sogar, also ich weiß nicht, das ist sehr... persönlich jetzt, aber bei mir macht Attraktivität tatsächlich mehr genau sowas aus als Optik. Und ich hatte in Lektoraten, gerade im letzten Buch, dann gab es so ein bisschen sexy Teil und dann beschreibst du so und sie sagt so, oh ja, er sah so wunderschön aus. Und meine Lektorin immer, wie? Wunderschön, beschreibt nichts. Wie sieht er aus? Ich so, keine Ahnung. Es ist mir auch egal, wie er aussieht. Und dann musst du dich da immer so reindenken. Dann habe ich so auf Pinterest immer so Inspo-Boards von irgendwelchen Männern, denkst so, ja, beschreibe ich halt diesen Kerl. Und dann versuche ich das so ein bisschen zu beschreiben. Aber bei mir persönlich, das zum Beispiel gar nicht wichtig ist. Und sammelst deshalb, du dann so Bildmaterial auf Pinterest? Also so als Inspiration? Dann gucke ich immer auch, was finden Menschen attraktiv? Und dann schreibe ich das so runter. Und ich meine, klar hat man so persönliche Geschmäcker, aber man muss ja auch so den Nerv der Lesenden treffen und gleichzeitig aber auch so ein bisschen sich selbst reinfühlen. Da muss es noch, darf es auch nicht immer zugleich sein in allen Büchern. Du hast jetzt auch schon mehrere geschrieben. Ja, das ist schon eine Challenge manchmal. Ja, ich habe das oft beim Charakter, dass ich wirklich überlege, wie ist die Figur? Mhm. Das ist so das Wichtigste für mich. Also ich schreibe nie so handlungsbasiert, sondern immer charakterbasiert. Und das ist schwierig dann, die Personen sollen ja sympathisch sein, man soll sich damit identifizieren können und das ist schon manchmal schwierig, da so zu variieren, dass die sich nicht ähneln. Ja, total. Mhm. Und hast du es manchmal, ich weiß noch, als ich so angefangen habe zu schreiben, dachte ich so, okay, ich mache das jetzt, aber ich mache da gar keine Klischees rein. Und dann habe ich so geschrieben und dachte so, funktioniert nicht. Geht's dir da auch so? Hast du so Klischees, die du dann, wo du dich doch mal wieder erwischst, dass du sie verwendest? Hast du aber auch andererseits welche, die du auf gar keinen Fall nutzen möchtest? Ich habe bestimmt auch Klischees. Ich überlege jetzt gerade, also das wäre dann wirklich so dieses Klassische, dass einer, dass es irgendein Trauma aus der Kindheit oder Jugend gibt, die Protagonisten haben. Das ist ja oft so, weil New Adult doch im Vergleich zu Young Adult dramatischer ist und das alles so ein bisschen überspitzt. Und nee, überspitzt ist das falsche Wort, aber es ist dramatischer, große Gefühle, starke Gefühle. Also die Emotionen sind immer ganz, ganz wichtig in New Adult und... das ist ja auch das, was einem beim Schreiben dann auch am meisten Spaß macht. Und das kann schon mal klischeehaft werden, da muss man echt aufpassen, ja. Und gibt es aber auch so toxische Klischees, die du vermeidest? Weil ich weiß, dass als ich angefangen habe, als ich das gelesen habe, waren die Bad Guys noch irgendwie total zelebriert. Und ich verstehe das... ich verstehe die Faszination in gewisser Weise, aber ich finde die Gefahr dann sehr, sehr groß, dass man so vermittelt, so, ja, aber du bist die eine, die kann ihn wirklich ändern. Du kannst ihn retten. Und du kannst ihn retten und das ist dein Job, fixe ihn. Und das finde ich halt zum Beispiel furchtbar. Und deswegen habe ich es mir so zur Aufgabe gemacht, okay, ich versuche Good Guys zu schreiben. Mhm. Wobei ich dann immer gemerkt habe, das war eine Lektoratsanmerkung, so, mehr Drama, Annabelle, es braucht mehr Drama. Mhm. Und das ist halt dann wiederum schwierig. Und ich glaube, daher rührt es auch so ein bisschen, dass Bad Guys immer noch so häufig auch verwendet werden, weil es sorgt auch einfach für mehr Drama. Aber wie stehst du dazu? Das ist bei uns ganz ähnlich. Ich schreibe auch keine Bad-Guy-Geschichten. Man muss aufpassen, dass die Helden dann auch nicht irgendwie langweilig werden. Also sie müssen gut sein, aber trotzdem spannend und interessant. Ja. Und man möchte sich von ihnen faszinieren lassen. Und deswegen muss ein bisschen Geheimnisvolles muss schon dabei sein. Also sie dürfen kein offenes Buch sein.
Und wenn sie, da habe ich ja neulich auch noch mit einer Kollegin, Kira Moon, drüber gesprochen, wenn sie Good Guys sind, dann müssen sie aber auf andere Art leiden, damit man als Leser dann auch wirklich mitfiebert und sie liebt. Mhm. Ja, total. Ich hatte auch, weil du gerade meintest, sie sind immer alle zu undramatisch und nett. Ich hatte gerade ein neues Exposé rausgeschickt an die Agentur. Und ich habe zwei Agenten und die machen immer so Kommentare im Schlagabtausch. Und meine eine Agentin so, bei Annabelle sind immer alle so nett. Und meine andere so, ich weiß. Und ich so, ich weiß. Und es war so richtig schlimm. Jetzt muss ich mehr versuchen, so künstliches Drama. Also es fühlt sich immer künstlich an, ist es natürlich nicht. Es macht es schon schwieriger, aber gleichzeitig will ich da auch nicht irgendwie so reinrutschen, weil ich es super problematisch finde. Es gibt auch gewisse Bücher, die ich ein bisschen problematisch finde, gar nicht mal so aus dem deutschsprachigen Bereich. Weil sie schon ein sehr toxisches Beziehungsbild vermitteln. Und ich glaube halt wirklich, dass das Einfluss hat. Ich meine, als ich jünger war, hatte ich jetzt nicht solche Bücher, aber wir hatten sowas wie Twilight zum Beispiel. Ist jetzt auch nicht immer ideal dargestellt, wie die so miteinander umgegangen sind. Hast du gemerkt, dass dich sowas früher beeinflusst hat? Also mich hat das auch gecatcht als Leserin. Ja, ich fand das auch interessant und spannend und so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. Ich finde aber auch, dass es wirklich vermehrt amerikanische AutorInnen sind, die mitunter so ein Frauenbild auch haben, was ich nicht so schön finde. Oder Männerbild, dass es so toxisch ist. Ich thematisiere das aber auch bei mir dann in den Büchern. Also mein nächster Roman Blue, der jetzt im Dezember erscheint, da ist eigentlich der Held, der unter diesem Bild, dieses toxische Männlichkeitsbild leidet. Ja, das bricht dann damit. Ja, aber total schön. Also ich weiß nicht, du hast eben so gemeint, überwiegend Leserinnen, das stimmt natürlich. Aber hast du auch männliche Leser, von denen Feedback? Ich nämlich auch. Und ich finde das Feedback dieser Leser richtig, richtig cool. Weil bei mir hat dann plötzlich, also bei mir weinen die Männer halt auch. Und anscheinend ist das nicht so häufig im MNA. Und die haben mir so richtig tolle Nachrichten dazu geschrieben, dass sie es richtig gut fanden. Männer schreiben dir immer E-Mails, ne? Ja, sind echt E-Mail-Menschen. Ja. So alle Frauen so, ja, Instagram vielleicht. Und alles perfekt formatiert und Frauen, die schreiben Instagram-Nachrichten. Oder Briefe manchmal, so richtige Abhandlungen über das Buch. Und ich denke so, holy shit, wie viel Zeit hast du dir genommen? Ja. Ja. Aber spannend, dass es bei dir auch so ist. Also ja, das ist auch, aber es ist wenig. Also ich würde mal sagen, vielleicht, also an den Nachrichten, ich bekomme vielleicht 5%. Bei mir nicht mal tatsächlich. Weil also Nachrichten, Instagram-Nachrichten kriegt man ja irgendwie täglich. Da ist ja so ein sehr, sehr schnelles Feedback. Aber dann kommt immer so eine richtig fundierte Meinung und so, ja, und das fand ich gut. Und dieses Zitat habe ich mir markiert. Okay, das ist irgendwie aber richtig. Und wenn sie irgendwo noch einen Fehler finden, steht es auch dabei. Das finde ich immer ganz süß. Das Problem ist, die finde ich alle selbst schon und reg mich dann drüber auf. Deswegen. Nein, das überlese ich. Da bin ich dann richtig betriebsblind. Nee, ja, man überliest dann halt im Korrektorat. Ich meine, ich finde es, sobald es gedruckt ist, dieses typische, man hat eine Masterarbeit fertig, schlägt es auf und findet das. Und dann auf einen Blick direkt, ja, das stimmt. Also auf einen Blick auch direkt zwei, kenne ich auch. Ja, das ist immer bitter. Ja, leider. Also ich hoffe, der Chat diskutiert fleißig mit. Wir schalten gleich zu euch. Aber mich würde noch ganz kurz interessieren, du hast jetzt gemeint, Blue erscheint bald. Wir wollen natürlich überwiegend über NA reden, aber du kannst auch sehr, sehr gerne kurz ein bisschen von dem Buch erzählen. Und wie läuft so eine Recherche bei dir ab? Weil ich weiß gar nicht, wie findest du Themen für NA? Weil wir meinten ja, es ist überwiegend so ein College-Setting, aber wie findest du dieses besondere Thema? Eben meintest du schon Dark Academia. Okay. Oder das hast du über, du meintest, einen Zeitungsartikel gefunden? Genau. Und oft ist das im Gespräch mit Kolleginnen oder mit Freunden oder auch mit meiner Lektorin. Und dann wirft man sich so die Bälle hin und her und dann kommen Ideen. Man brainstormt zusammen. Und in meinem letzten Roman, Ever, hatte ich zum Beispiel den Protagonisten, dass er Physiotherapeut war. Und das ist auch relativ selten eigentlich für New Adult. Oft ist es ja so, das was mit Literatur oder irgendwas, was halt so ein bisschen fancy ist. Und hier hatte ich was sehr Bodenständiges und das war auch unheimlich rechercheaufwendig, aber das sind dann Themen, die mich interessieren. Und ja, man muss sich ja immer überlegen, welche Ziele haben meine Helden, welche Träume, welche Wünsche, und da muss man schon tief einsteigen. Ja, total. Ich finde auch, man lernt wahnsinnig viel von der Recherche. Ich habe mich so in Handball einlesen müssen für Band 2 und das war... Und man lernt das Lieben dann, das Thema. Ne? Nee, also ich will jetzt auf dem Handballspiel das schon, aber wenn ich noch einmal irgendwie so Heber und 7-Meter-Raum und so lesen muss, dann... Ich meine, man sagt immer, ich soll mal ein Buch schreiben, wo die Fußball spielen, damit ich dann auch nicht immer zu Hause schimpfe, wenn die so Fußball so viel Handball gucken. Auf YouTube geguckt. Es hat mir meinen kompletten Algorithmus zerschossen. Wenn ich noch ein Match Kiel Leipzig sehen muss, bin ich raus. Also ich fand das irgendwie echt anstrengend. Aber anscheinend war es ganz gut. Wir haben ganz viele Handballfans geschrieben, dass sie jetzt unbedingt wieder spielen wollen. Also schön, dass das stimmt. Du hast ja auch deutsches Setting. Genau, ja, bei mir war es in Berlin und dann habe ich eine Berliner Handballtruppe. Das war die Rolle. Ja.
ja, war sehr recherchiert. Macht das die Recherche einfacher mit dem deutschen Setting? Nee, ich dachte nämlich, okay, hol's nach Deutschland, weil ursprünglich war das auch mal so amerikanisches Setting, aber ich war halt noch nie in Amerika. Mhm. Und dann dachte ich auch so, dann fährst du einfach überall hin und guckst dir alles an. Dann kam erstens Corona, ich konnte nirgends hinfahren. Mhm. Und dann ist auch so das Problem, die Leute laufen die Wege ab und schreiben dir, wenn irgendwas falsch ist. Und ich glaube, das hast du in Amerika nicht so. Und ich habe mich mit Google Street View echt überall durchgeklickt. Ich hatte Leute, die für mich an die Uni gegangen sind und meinten, nee, die Tür musst du ziehen statt drücken, weil es ja auch an der Humboldt-Universität spielt. Das heißt, du musst irgendwie noch genauer gucken, weil wenn das in irgendeinem College in Amerika ist, interessiert es niemanden, ob man eine Tür zieht oder drückt oder was die Farbe der Sitzbänke ist oder wo genau die Plaketten sind. Ja. Ich musste für alles meine Armentestleserin lernen. Das denke ich nämlich auch, weil wenn ich habe immer ein amerikanisches Setting und ich war noch nie in den USA, aber ich bin sehr Amerika-affin, also ich finde es total schön und spannend und ich möchte gerne auch hinfahren, aber bisher hat sich es eben auch nicht ergeben, auch wegen Corona. Aber man muss einfach das Bild bestätigen, was die Menschen eh schon im Kopf haben. Und ich glaube, das hast du im Deutschen dann irgendwie nicht. Ne? Ja, vor allem, weil also es spielt ja auch in Berlin. Wir sind ja auch gerade in Berlin. Mhm. Und Berlin ist einfach viel zu vielfältig. Das heißt, du kannst gar nicht... Jeder nimmt ja auch Berlin anders wahr. Es kommt ja auch schon drauf an, in welchem Viertel du bist. Und so, und ob du jetzt, keine Ahnung, im Wedding bist oder irgendwie Friedrichshain wohnt, machst ja einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Deswegen war das echt so ein bisschen schwierig. Ich habe zum Glück schon mal in Berlin gewohnt. Das hat, glaube ich, schon geholfen. Aber ja, hat es auch anders gemacht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Trend gerade so schon zu NA in Deutschland geht, oder? Ja, also meine Verlagskollegin Anja Omer, die hat ja auch jetzt Hamburg und Lübeck, glaube ich, als nächstes. Mhm. Und sie war dann auch, hatte so den Ehrgeiz, dann auch Sachen mit reinzubringen, Orte, die vielleicht auch nicht jeder Hamburger dann kennt. Mhm. Das kann ich verstehen. Ja, ich hatte richtig, richtig tolle Café-Tipps und jetzt hat das Café leider geschlossen wegen Corona, also auch so dauerhaft, nicht war so toll. Aber habe ich es immerhin noch im Buch verewigt. Mhm. Ja, ich würde mal ganz kurz zu Steffi rüberschalten. Mhm. Ich nehme mal nämlich an, da wird fleißig mitdiskutiert bei dem Thema. Ja, absolut. Gerade was das Thema, wie genau werden Figuren beschrieben, anbelangt, wurde sehr rege diskutiert, aber die Meinung ist tatsächlich eher einhellig, denn ihr seht es im Prinzip genauso wie ihr beiden auch. Lieber nicht zu viele Details, also der eigenen Fantasie auch Raum geben, denn diese Gefahr, in diese Klischeefallen und diese Stereotypen, Rollenbeschreibungen zu tapsen, die ist da und Dinge wie Sixpacks, die kommt tatsächlich dann teilweise auch gar nicht so gut an und das gilt dann gar nicht mehr als das klassisch attraktive Bild. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die mich auch interessieren würde. Erlebt ihr da auch einen Trendwandel, also hin zu eher diversen Beschreibungen und Figuren und wie wir es generell als Trendthema haben, auch im New Adult Bereich? Mhm. Das Problem mit Diversität, da wäre ich auch nochmal drauf zurückgekommen. Du hast ja gerade gemeint, wir beschreiben wenig. Mir geht es nämlich auch so, ich will das gerade deshalb nicht so viel beschreiben, weil ich Angst habe, dass es dann so dieses klassische Halten, sie ist schlank und sie hat natürlich tolle glänzende Haare und natürlich hat sie keine Pickel, makellosere Haut und so. Und bei den Männern ist es ja dann ähnlich, so Sixpacks, sie sind irgendwie muskulös, müssen aber seltsamerweise auch nie großartig Sport machen und essen auch immer Pizza. Ich frage mich, wie sie das hinkriegen. Aber die Angst, wenn man es gar nicht beschreibt, wäre halt bei mir zum Beispiel, dass es dann eben nicht divers wird, weil dann hast du halt, weil wie stellt man sich Leute vor? Wir sind halt eine westlich geprägte Kultur, das heißt, du hast sowieso schon mal wahrscheinlich eine weiße Person im Kopf. Das heißt, du schließt da schon mal Personengruppen aus. Dann hast du vermutlich auch irgendwie eine Person, die jetzt nicht im Rollstuhl sitzt. Natürlich gibt es mittlerweile Bücher, die irgendwie so eine Diversität abdecken. Mhm. Aber wenn man es so gar nicht beschreibt, finde ich es halt mittlerweile auch schon manchmal schwierig, weil dann hast du halt selten irgendwie Leute, die mehrgewichtig sind oder so. Ich finde es schön, wenn es dann auch eine Rolle spielt für die Handlung. Mhm. Also wenn jetzt jemand ein Handicap hat oder so, dann vielleicht einerseits denke ich, okay, das sollte einfach normal sein, dass es keine Rolle spielt. Andererseits denke ich, ist es auch schön, wenn es irgendwie thematisiert wird. Also ich glaube, da müssen wir uns noch so ein bisschen finden. Mhm. Ich kann nur von mir sagen, dass ich selber beim Lesen mich sehr freue, wenn es mal anders ist. Ja. Und wenn ich jetzt TikTok öffne und ich sehe ständig nur irgendwelche Videos von Männern mit Sixpack. Aber TikTok sind doch alle Menschen wirklich wie in diesem alten NA-Roman. Die sind alle wunderschön. Dann fühlt man sich selber auch so unzulänglich und, oder? Und das nervt auch ein bisschen. Ja. Total. Ich glaube, deshalb wird TikTok auch nicht mein Medium, weil ich habe das Gefühl, bei Instagram-Stories, du machst einfach eine Story und bei TikTok hast du so, ich weiß nicht, ob es die Filter sind oder ob die Leute wirklich alle so schön sind, keine Ahnung. Aber das ist aber kein Bild, was ich Leserinnen vermitteln will, dass sie halt so aussehen müssen. Deswegen finde ich das so, ich habe das Gefühl, also um es zu beantworten, es wird diverser, aber ich bin mir noch nicht sicher, also wir sind auf jeden Fall noch nicht da, wo wir hin könnten. Und ich glaube, momentan ist die Diversität zum Glück so sehr auch auf queere Charaktere. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
gezogen, was ich super gut finde. Ich habe es sind aber gar nicht so viele, die das schreiben, oder? Also Sophie Bichon, würde ich sagen, die genau, schreibt sehr ja. mit über queere Protagonisten. Ich meine jetzt auch nicht unbedingt so Protagonisten und Voice, was definitiv noch mehr sein müsste, aber es gibt, habe ich das Gefühl, schon sehr, sehr viel in den Nebencharakteren, weil ich weiß, früher war es so, du hattest so den einen gay best friend und er hat aber so diese eine Rolle halt. Und der war auch immer sehr klischeehaft. Natürlich, ja. Er war der gay best friend, der ist immer supportive und er redet sehr viel über Sex und das waren so diese ganzen Klischees und das hat sich voll gewandelt, finde ich, zum Glück. Ja. Ich glaube, das beantwortet vielleicht schon ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall. Das Thema Diversität erstreckt sich tatsächlich dann auch in Richtung, was für Hobbys haben die einzelnen Figuren? Und Annabelle, du hast gerade erzählt, du friemelst dich gerade ins Thema Handball rein. Nee, das habe ich zum Glück hinter mir. Ah, okay. Gerade habe ich ganz viel Astronomie-Recherche beschrieben. Betrieben. Ja, aber auch diverse Hobbys. Ne? Also Nicola, auch bei dir gibt es Figuren mit Verrückten und eher weggehend von dem klassischen Football-Hobby. Und da ist die Frage, wie kommst du denn auf die Ideen für so abgefahrene Hobbys? Ich weiß gar nicht, ob sie abgefahren sind, aber was machen sie denn? Ich hatte jetzt mit Handlettering, das war dann wirklich auch ein Thema, was dich durch das ganze Buch gezogen hat, oder Origami. Und dann einen bestimmten Sport, den die Helden hatten, Calisthenics. Aber das sind einfach Sportarten oder Hobbys, die mich unheimlich interessieren. Und während des Schreibens denke ich immer, okay, ich muss jetzt so einen Kurs machen und ich möchte jetzt gerne boxen oder ich möchte also Klavier spielen lernen. Oder also da bekomme ich dann schon mal so Anwandlungen und so ein bisschen wie Method Acting eigentlich, dass man sich dann so intensiv mit so einem Thema beschäftigt und sich das zu eigen macht dann, damit man es auch authentisch beschreiben kann. Ne? Hast du das auch so, dass du immer so tausende Recherchebücher dann kaufst? Ja. Und so ich auch. Und dann nimmst du sie vor, so liest sie alle und machst das nicht? Dann am Ende guckst du ein YouTube-Video dazu. Ja, genau, jedes Mal. Ich liebe halt Astronomie schon seit ich klein bin, habe mir so viele Bücher gekauft. Und am Ende guckst du YouTube, weil es da besser erklärt. Ja, also ich hatte ja viel Recherche mit meinem Physiotherapeuten, also der Held, der Physiotherapeut ist. Und ich war zwar früher auch mal Krankenschwester, aber das ist natürlich was komplett anderes. Ja. Aber sagen wir mal so, die Anatomie und die Physiologie, das ist mir nicht ganz fremd. Aber da musste ich sehr viel lesen und YouTube hat mir sehr viel weitergeholfen, weil ich mir einfach Übungen von echten Physiotherapeuten angucken konnte. Gerade so medizinische Sachen muss man ja auch wirklich aufpassen, dass man sie nicht falsch darstellt. Ja, also. Ja. Wobei dann hat immer jemand das irgendwie anders erlebt und schreibt dir dann. Total. Aber bei mir war das so, aber und er ist falsch. Ja, er ist ja Physiotherapeut, das heißt, er ist ja auch der Ausführende. Das macht es dann irgendwie nochmal ein bisschen schwieriger. Er muss der Profi sein, das aus Profisicht beschrieben. Das ganz ist schon schwierig. Ja. Okay, also bei euch ist eher so über die Recherche am Buch, habt ihr dann selber Lust auf solche Themen da tiefer einzutauchen, aber wie viel steckt denn in euren Büchern von euch selbst schon drin? Also was bringt ihr für die Charaktere selber schon mit? Ja, machst du zuerst? Ja, zu viel eigentlich. Klar, man hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und es steckt immer sehr viel von meinen Charakteren in den Geschichten und was es nicht unbedingt leichter macht, das zu schreiben. Manchmal ist es auch ein bisschen schmerzhaft, gerade so bei den Themen mit Familie, also die so sehr emotional sind. Ne? Ja, ich kann das gar nicht so pauschal beantworten. Bei mir war es so, dass in der ersten Reihe super viel drin steckte, gerade wenn zwei mit Kira, also ich weiß nicht, du kennst, sie kommt ja auch aus Berlin und sie ist mir sehr ähnlich, hat so ein paar Hobbys, die ich ihr mitgegeben habe. So, sie liebt 50er-Jahre-Musik, sie mag Pflanzen, sie liebt Frankreich und spricht Französisch und so, also so Kleinigkeiten. Aber auch so, wie halt gerade meintest, die Themen waren da noch sehr, sehr nah dran an mir. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, gut, die habe ich abgearbeitet und das auch verarbeitet. Genau. Und in der neuen Reihe ist es komplett anders. Fiona aus Bin 1 macht so Beauty-YouTube. Keine Ahnung von. Eine Freundin hat mich eingeführt, wir haben 9 Stunden am Stück Beauty-YouTube-Videos geguckt, so viel wieder zur Recherche, das war super anstrengend für mich. Ja. Und ich mag das aber, dass man beides machen kann. Ich glaube aber, auch wie du, dass man jedem immer irgendwas von sich mitgibt, auch unbewusst. Ja. Dann gibt es noch das Spezialthema Triggerwarnungen vor Büchern und die Traumata, die damit zusammenhängen und toxische Beziehungen. Wie kommt es dazu, dass das eine Rolle in euren Büchern spielt? Du hast eigentlich gerade schon so ein bisschen gesagt, wenn eine toxische Beziehung oder irgendwie eine missbräuchliche Beziehung oder Situation eine Rolle spielt, ist eine Triggerwarnung wichtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich hatte bisher keine. Wir haben beim letzten Buch überlegt. Aber ich denke, wenn es aus dem Klappentext schon ersichtlich ist, dass da ein bestimmtes Thema vorkommt, dann
dann traue ich das einfach den Lesern auch zu, dass sie das schon einschätzen richtig. Mhm. Aber grundsätzlich, es spoilert natürlich immer, ne? Das ja. verrät natürlich das Thema oder das Trauma, was der Held oder die Heldin hatte. Aber grundsätzlich finde ich das schon gut, weil es einfach eine Rücksichtnahme ist, auch für den Leser, dass man bestimmte Menschen nicht einfach plötzlich mit so einem für sie total schmerzhaften Thema konfrontiert. Mhm. Das muss ja nicht sein. Ja, ja, mir war es bei meiner Reihe halt wichtig, wie gesagt, weil ich da so Sachen geschrieben habe, die mich selbst betroffen haben und ich dann halt wahrscheinlich auch mehr in mich reinversetzen konnte, wie sich das anfühlt, wenn man da getriggert wird. In der neuen haben mir meine Testleserinnen halt voll viel sagen müssen. Da hatte ich dann auch, es war so eine Mischung aus Sensitivity Reading und Testlesen, die mir dann sagen konnten, was ich da reinnehme, weil mich dieses Buch halt so überhaupt nicht getriggert hätte, aber die mir dann sagen konnten, was Punkte sind, die wichtig sind. Das mit dem Spoilern stimmt. Ich hatte es bei mir in Band 1 noch so, da stand ja auf Seite, keine Ahnung, 457 findet ihr dann die Triggerwarnung, dann werdet ihr hier nicht gespoilert. Problem ist, es ist bei den Leseproben nicht drin. Das heißt, wer es online kauft, weiß dann trotzdem immer noch nicht, was es ist. Ist beim Hörbuch dann nicht drin, weil da wird es ja vorne auch vorgelesen und so. Aber das mit dem Spoiler stimmt halt. Ich glaube, das ist dann, muss ich dafür entscheiden. Ich denke, die meisten, die jetzt wissen, dass eine Triggerwarnung drin, können es dann notfalls auch einfach überblättern, wenn sie wissen, sie triggert sowieso nichts. Also meine Spannung würde es jetzt nicht stören, wenn ich wüsste, welches das Thema ist. Ja. Vielleicht macht es das dann auch gerade interessant, wenn man weiß, was einen erwartet. Dann wartet man so, lauert so ein bisschen da drauf. Mhm. Das kann auch spannend sein dadurch, wenn man schon ein bisschen was weiß. Ich glaube, bei mir greift es, also in Band 2 nicht, weil da ist, weiß man direkt, was Sache ist. Mhm. Bei Band 1 und bei Band 3 greift es schon Sachen vorweg. Und ich glaube jetzt bei der neuen Reihe so ein bisschen. Das ist halt immer, aber ich habe mich halt jetzt dafür entschieden, das zu machen. Mhm. Ja, also weil es mir halt auch einfach wichtig war. Mhm. Dann gibt es noch die Frage von einigen tatsächlich. Da geht es darum, dass eure Geschichten ja die Fantasiewelt von den Leserinnen sehr weit aufmachen und sich viele auch dazu inspiriert, für eine eigene Fanfiction dazu zu schreiben. Mhm. Wie ist es bei euch? Schreibt ihr selber zu anderen Büchern auch Fanfiction und lest ihr denn Fanfiction zu euren Büchern? Gibt es Fanfiction zu meinen Büchern? Scheinbar. Schickt mir Links. Ich wusste das gar nicht. Also ja, würde ich mir sofort durchlesen, würde mich tierisch freuen. Ja, würde ich auch. Würde ich wusstest auch lesen, du auch wenn, nicht? Schickt uns die Links, wenn es Fanfiction ist. Ich weiß, dass es bei Bianca Josivoni und so, da gibt es ganze Instagram-Fan-Accounts zu den Charakteren und deren Leben wird so weiter erzählt. Finde ich super spannend. Weil das Buch endet ja irgendwann so mit dem Happy End, aber die Leben gehen ja noch weiter. Und dazu gibt es dann so Instagram. Ich also ich habe das schon spannend. Gehabt, dass LeserInnen fiktive Instagram-Accounts angelegt haben mit den Namen meiner Buchhelden. Mhm. Das finde ich auch immer sehr süß und die werden auch wirklich aktiv benutzt. Voll schön. Das finde ich voll schön, aber Fanfiction habe ich jetzt auch noch nicht gelesen. Selber schreibe ich das auch nicht, wobei das schon manchmal interessant wäre. Mhm. Ich war in so einem RPG-Forum, damals noch so Harry Potter und so Mittelalter-Stuff. Da habe ich geschrieben, ist nicht wirklich Fanfiction, aber ich habe sehr, sehr viele gelesen tatsächlich, aber weniger selbst geschrieben. Mhm. Ja. Aber jetzt möchte ich wissen, ob es wirklich welche gibt. Das würde mich wirklich interessieren. Da recherchieren wir noch für dich. Ja, ich gehe nachher ans Handy und google. Ja, gibt es noch mehr? Ja, einiges. Ich möchte aber vor allen Dingen euch vielleicht noch mal spiegeln, dass das Thema Triggerwarnung und Hinweise darauf nicht als Spoiler empfunden wird. Und dass es den Leuten wichtig ist, dass sowas vorkommt. Ja. Das ist total schön, weil das Ding ist, man kriegt ja, wenn man Feedback bekommt, ist ja, also bei Rezensionen nicht, da kriegt man viel Positives. Dann ist es zu spät. Ja, na, dann erstens ist es dann zu spät, aber zu den Triggerwarnungen, ich glaube, viele haben es gut gefunden, aber dann schreibt man ja nicht, ey, fand ich voll gut. Und die, die es schlecht finden, die schreiben aber. Ja, das stimmt. Und das verzerrt das Bild so ein sehr bisschen. Vehement und das verzerrt leider das Bild, aber deshalb schön, danke für die Rückmeldung, weil mir das auch so hilft und auch bestimmt dem Verlag, weil wir ja auch sehr, sehr lange rumüberlegt haben, was schreiben wir da rein. Reicht es, weil wir hatten es ja, wie gesagt, beim ersten noch hinten drin, dann fanden wir irgendwie reicht aber auch nicht so ganz. Deswegen, ja, danke für die Rückmeldung auf jeden Fall, das hilft. Und wenn wir schon bei Triggerwarnungen sind, ich hatte für Band 3 bei mir, weil das ein Thema ist, was mich jetzt nicht betrifft, ich kann auch kurz sagen, es ist kein großer Spoiler, aber es geht bei mir in Band 3 um Abtreibung und habe mir da eine Sensitivity-Leserin halt gesucht. Und ich hatte auch in Band 1, ich finde das Sensitivity ist das falsche Wort, aber sehr viele queere Testleser, weil ich selbst halt nicht queer bin, die mir da Hilfe geben konnten. Also nutzt du sowas auch? Oder wie stehst du da generell zu? Das habe ich bisher noch nie, weil ich wirklich mich so komplett zurückziehe und wirklich alleine in meinem stillen Kämmerlein da schreibe. Ich könnte das nicht, die Geschichte schon so früh irgendwie ausleicht. Ja, und so dieser Kritik öffnen. Und das würde mir unheimlich schwer fallen. Also bisher hatte ich auch kein Thema, wo ich Sorge hätte, ich würde nicht mit viel Rechercheaufwand da weiterkommen. Ja. Ja.
Das mit dem Öffnen, das ist ja generell, ich weiß nicht, arbeitest du mit Testlesern? Nein, gar auch nicht. Es ist auch immer schwierig, weil man gibt ja, du weißt ja selbst, wie das Manuskript vorm Lektorat aussieht und wie es danach aussieht. Und ich habe es dann am Anfang so gemacht, ich habe das nach dem Lektorat geschickt, weil ich meine, ich zeige euch nicht das Rohmanuskript. Dann wird es aber zu spät mit den Anmerkungen. Ja, das stimmt. Jetzt musst du das Rohmanuskript rausschicken und das, wie du meinst, es tut schon ein bisschen weh. Es ist nicht ganz so einfach. Es tut weh und man muss da sehr viel Vertrauen haben. Mhm. Und wie professionell ist dieser Blick? Das kann dann wirklich nur um, wenn es sensitive heißt es so, Reader sind, dann ist es mit Sicherheit sinnvoll, aber so ein Testlesen, das überlasse ich dann, also da, lieber Lektoren, meiner Lektorin, ja. Da vertraue ich dann, der habe ich, vertraue ich 100%. Ja. Ja, das Ding ist auch, ein Lektorat reicht auch wirklich in der Regel, also die wirklich inhaltlichen Sachen kann ich jetzt auch von meinem Testleser-Feedback geben. Die findet das Lektorat halt auch. Also es ist dann eigentlich abgedeckt. Ja, vor allen Dingen, wenn du 10 Testleser hast, dann schätze ich mal, das sind auch 10 Meinungen, die dann wirklich alle was anderes sehen. Und ja. Das bringt einen doch in Schwierigkeiten. Wobei, ich teile immer so Krüppchen ein. Ich habe einen, der mag NA nicht. Mhm. Und dem gebe ich das immer. Und der zerreißt mir das auch richtig. Dann weiß ich, gut, das ist die schlimmste Kritik, die kommen kann. Da bin ich vorbereitet. Okay. Das tut manchmal auch ein bisschen weh. Und dann habe ich so Testleserinnen, die auch das Genre mögen, die auch so die Zielgruppe sind. Und da weiß ich immer, wenn es denen gefällt, kann das schon veröffentlicht werden, weil ich dann halt die Zielgruppe sozusagen abhole. Und dann habe ich noch so Freunde, von denen ich auch weiß, die hauen mir auch alles um die Ohren. Das ist so. Das eben. Man kann sich da nicht die Leute suchen, die einen nur bauchpinseln und das alles toll finden. Wobei, was das man auch macht, mal, ich habe auch eine, sie hypt das immer richtig und ich liebe es. Ich glaube auch, dass sie die Bücher mag, aber das gibt mir dann immer noch so, nachdem ich diese ganze Kritik gelesen habe, so gut. Aber es ist nicht komplett scheiße. Irgendjemand mag es. Okay. Und das hilft wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das so annehmen könnte dann. Das würde mich eher verunsichern. Dann, wenn es nur eine Lobhudelei ist, dann werde ich sehr misstrauisch. Ja. Ach, manchmal tue ich das auch ganz gut. Aber das ist natürlich auch mal heilsam. Ne? Ja, ich glaube, eine gesunde Mischung, aber das hast du ja dann im Endeffekt bei dem Leser-Feedback auch. Ja, liest du Rezensionen? Nicht ist das mehr. Ein Thema, was man ansprechen das darf? Das darf man auf jeden Fall ansprechen. Ich lese es nicht mehr. Ich habe bei Band 1 gesagt, ach, mache ich nicht, weil meine Freundin so liest die Rezensionen nicht. Das ist der erste Band. Das war ja auch so, der erste Band ging ja mega durch die Decke und so, auch Bestseller. Und es war aber ja nicht wegen des Buchs, sondern halt, weil die Leute wissen wollten, wie ich schreibe. Mhm. Und das hat es, glaube ich, schwierig gemacht, weil man ja da noch nicht so seine Leute gefunden hatte, die so seinen Schreibstil mögen. Mhm. Und das war hart. Und ich habe auch den dummen Fehler gemacht, ich habe nur 1-Sterne-Rezension gelesen. Auf die 5er habe ich geschossen, ich habe nur 1-Sterne-Rezension gelesen. Ja, aber selbst wenn, du kannst 10 5-Sterne-Rezensionen lesen, dann eine 1-Stern und dann ist alles verdorben. Aber das habe ich halt auch nicht gemacht, weil ich dachte so, nee, du gibst dir jetzt, warum alle dein Buch hassen. Und dann hat irgendwann haben so Freunde angefangen, mir so Ausschnitte aus so positiven Rezensionen zu schicken. Und jetzt mittlerweile lasse ich es tatsächlich komplett, weil ich gemerkt habe, wie es mich beim Schreiben verunsichert. Weil so dieser, ja, total. Mhm. Du, wie du halt gerade meinst, du kriegst diese 10 unterschiedlichen Meinungen und du kannst sowieso nie das eine Buch schreiben, das alle lieben werden. Das gibt es nicht, das ist halt Kunst, das funktioniert nicht. Ja. Und davon musste ich aber echt lernen, mich loszumachen. War das bei dir auch so ein Prozess oder konntest du das direkt? Ja, zu Beginn habe ich unheimlich darauf hingefiebert, auf die ersten Rezensionen und dann habe ich auch alles gelesen und dann habe ich gemerkt, wie schmerzhaft das mitunter ist. Mhm. Und jetzt lese ich sie überhaupt nicht mehr. Klar, man wird auf Instagram schon mal öfter verlinkt oder markiert, dann bekommt man das schon mit und das sind ja oft oder meistens wirklich unheimlich nettes Feedback. Und dann möchte man auch darauf reagieren, aber auch in irgendwelchen Shops, ich lese das gar nicht. Ich scroll gar nicht so weit runter, da bin ich ganz panisch. Ja, mich hat es auch manchmal, wenn du dann irgendwie was bei, ich weiß nicht, irgendwo was bestellt hast oder du bist nur bei Thalia am Bücher recherchieren, dann wird deins ist gerade irgendwie so, Runaway war damals so weit oben, dann siehst du trotzdem, wie die anderen Bücher bewertet sind und du machst bei Goodreads was oder du bist nur auf Twitter und jemand updatet gerade sein Goodreads, du kriegst das immer irgendwie mit und das war dann echt ja, so. Ja, und bei Thalia hast du natürlich auch die Buchhändlermeinungen. Ja, das scroll ich drüber. Und ich versuche echt, das nicht mehr so zu machen. Und die wiegen ja auch noch so schwer, finde ich, wenn man die liest. Ja, total. Ja. Und dann halt, wie du meinst, wenn man verlinkt wird. Meistens ist es positiv, da freue ich mich auch, ich lese es auch. Mhm. Manchmal ist es auch so negativ, lese ich auch und mittlerweile habe ich mir dabei echt, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, so ein dickes Fell zugelegt, weil eigentlich bin ich ein kleines Sensibelchen, was sowas angeht, aber bin da irgendwie besser geworden. Also jetzt auch. Also ich höre immer auf den ersten Satz. Wenn der erste Satz schon ist, mir hat es eigentlich gut gefallen, dann lese ich nicht weiter. Ich habe mal so eine Liste geschickt bekommen mit so 10 Dingen, die du besser machen könntest. Und ich dachte so, okay, aber ich habe sie auch so meiner Lektorin geschickt. Ich so, müssen wir was ändern? Sie so, nee. Also ist okay. Ja, es sind halt Meinungen. Und mittlerweile habe ich aber wirklich jetzt gerade bei Band 3 hat mich das Negative nicht mehr so gestört. Ich habe es dann auch gelesen, habe sogar auch geantwortet und einfach nur so, ja, danke für deine Meinung. Aber es ist halt so ein, weiß nicht,
Also ich glaube mittlerweile, das ist irgendwie auch ganz schön, so nach ein paar Büchern ist man so ein bisschen gesetzter so in seinem Schreiben. Das bin ich nur bei älteren Büchern. Also wenn die jetzt schon, was heißt älter, aber wenn sie ein Jahr draußen sind und da sind schon viele positive Meinungen, dann tut das nicht mehr so weh. Aber bei einem neuen Buch, was dann gerade frisch veröffentlicht ist, dann ich hab von meiner neuen Reihe muss man das noch Angst. Beschützen. Und gerade so neue Reihen, weil ich weiß nicht, du bringst ja auch bald eine neue Reihe raus und es geht ja auch in eine sehr andere Richtung als zuvor. Man macht schon ein bisschen Angst, glaube ich. Ja, stimmt. Ja. Also eine sehr ausführliche Antwort, sorry. Alles gut. Also ich glaube, es sind alle froh, euch zuhören zu können. Und es wurden auch schon wieder einige inspiriert, das Thema Fanfiction für sich selber nochmal aufzunehmen und einfach mal loszuschreiben. Sehr Habt gern. Ihr da vielleicht irgendwie Tipps, wie man da das Losschreiben beginnen kann? Da bin ich sehr schlecht. Ich bin ja nicht so ein strukturierter Arbeiter am Schreibtisch. Ich plotte auch relativ wenig, um nicht zu sagen gar nicht, was meine Lektoren aber nicht hören dann. Also ich setze mich auch einfach vor ein weißes Blatt und ich arbeite die Charaktere aus, das ist schon ziemlich genau, aber ich überlege mir keine explizite Handlung. Und ich bin sicher, dass das Schreiben einfacher wird, wenn man es plant. Aber ich kann das einfach nicht und deswegen kann ich da nicht so gut Tipps geben. Also ich mache gleich einen Schreibworkshop zum Thema Plotten und weißt du mitkommen. Ich melde mich an. Nee, mir ging es aber genauso. Ich habe, also du hast gerade gemeint, wenn man losschreiben will, mein einziger Tipp ist, schreibt los. Also es ist halt wirklich, es klingt so banal, aber ihr kriegt nur ein Buch fertig, wenn ihr anfangt und wenn ihr es durchzieht. Also ich habe eigentlich nur die beiden Tipps, fangt an und bleibt dran. Wenn ihr dran bleibt, Markus hat ja eben auch schon erzählt, es ist ein Handwerk, das heißt, ihr werdet besser werden auf jeden Fall. Und ihr werdet halt niemals ein Buch fertig schreiben, wenn ihr nicht dranbleibt. Ich habe hunderte Projekte, ich weiß nicht, wie es dir geht, angefangen irgendwie in der Schreibtischschublade gefühlt liegen und habe mir dann irgendwann geschworen, ich schreibe jetzt einfach ans Fertig. Ist auch nicht gut geworden, glaube ich, aber ich habe es halt beendet und ab dem Punkt wurde es dann besser. Das habe ich gar nicht, also ich habe gar keine angefangenen Manuskripte. Hast du alle beendet? Ich habe immer alles durchgezogen. Dann brauchst du auch nicht plotten, dann kannst du es richtig krass. Gut, ich habe viel Hilfe durchs Lektorat, aber ich glaube, dass... das ist einfach, eine weiße Seite kann man nicht überarbeiten. Ja, und genau. Man muss einfach was da stehen haben. Und dann, man hat ja alle Zeit der Welt, es zu bearbeiten. Und jeden Tag eine Seite ist am Ende des Jahres auch ein ganzes Buch. Gerade ist ja auch NaNoWriMo, da soll man ja 50.000 Wörter in einem Monat schreiben. Ich weiß nicht, ob du teilnimmst, ich bin mit einem doppelten Nano dabei, weil meine Deadline naht. Aber es, ich finde, es hilft immer, sich so ein bisschen von diesem inneren Kritiker und diesem ganzen, jetzt muss ich mein Buch auch schon überarbeiten, loszumachen. So war es bei mir. Ja, das hemmt einen sehr beim Schreiben, dass man immer wieder zurückliest, wie hast du das geschrieben und dass man dann schon anfängt zu überarbeiten. Das sollte erste Wortwiederholungen raus. Und ich mache das halt immer. Ich finde es super schwer, davon loszukommen. Ja. Aber gerade jetzt so dieser Schreibmonat hilft mir immer so ein bisschen. Man muss sich dazu zwingen. Ja, weil ich glaube, ich bin eigentlich ein schneller Schreiber, aber ich halte mich selbst auf und dadurch werde ich sehr langsam, weil ich dann so gucke, dafür findest du noch ein besseres Wort. Mittlerweile markiere ich mir die einfach ganz kurz gelb und mache weiter. Ja, ich habe auch so eine schlimme Kombination aus perfektionistisch und faul. Und das ist keine gute Kombi. Ja. Ich glaube, das können sehr, sehr viele sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Und ich habe noch kurz eine Frage, bevor wir uns wieder im Chat zuwenden. Wir haben eben so ein bisschen über das Idealisieren gesprochen. Und ich habe Nico davor ab so eine E-Mail geschrieben, so vor dem Event, vor dem Talk. Und du hast einen sehr, sehr witzigen Satz geantwortet. Ich weiß nicht, ob du ihn noch weißt. Ich musste sehr lachen und dachte so, wenn der von einem Mann gekommen wäre, wäre es irgendwie weird gekommen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir so Fragen vorab geschickt. Und es ging so darum, dass es sehr idealisiert ist, wie in Filmen ja auch. Charaktere müssen in der Regel nicht auf Toilette. Also verständlich, dass man das jetzt nicht zeigt. Aber gerade in NA, die ganzen Frauen irgendwie, oder auch, es gibt ja auch Männer mit Gebärmutter, haben keine Tage. Oder zumindest taucht das nicht wirklich auf. Ja, das ist voll mein Thema. Sie dann so, Periode ist genau mein Ding. Und ich so, okay. Und ich fand die Antwort nur sehr, sehr witzig. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Stellst ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich das nicht in jedem Buch thematisiere. Aber ich hatte auch schon, dass meine Buchhelden darüber diskutiert haben, über Periode oder Unfälle mit dem Menstruationscup. Ich finde das total wichtig, dass man darüber spricht, dass man auch mit seinen Freundinnen darüber spricht. Und da kann ja so ein Buch auch so einen kleinen Anstoß geben, so eine Geschichte, wenn da mal was thematisiert wird. Und jetzt in der neuen Reihe habe ich es auch wieder drin. Mal sehen, ob meine Lektorin mir das rausstreicht. Aber ich bin ein bisschen besessen davon. Aber eigentlich ja auch logisch, weil so ein Buch spielt ja auch länger als ein Zyklus. Also ist es ja irgendwie logisch, dass man das mit aufgreift. Ja. Und mir ist das früher gar nicht so aufgefallen. Ich habe dann ja meine Reihe geschrieben und dann habe ich irgendwann so gedacht, so, müssten sie nicht langsam, also ich meine, das ist eine Freundesgruppe aus 3 Mädels, müsste nicht einer von denen langsam mal irgendwie. Und dann alle gleichzeitig eigentlich. Man passt sich doch so an. Genau. Und ich denke mir so, ich rede ja mit meinen Freundinnen auch darüber. Warum ist das so ein Tabu? Thema eigentlich, oder? Aber es ist ja eigentlich, also es wird ja noch zu einem gemacht, habe ich das Gefühl, in Büchern, oder? Ja, das stimmt. In Filmen auch. Kommt es eigentlich auch nie vor. Das auch mit Schwangerschaften, Geburten oder so.
ne, es darf die kurzer Cut aufs Gesicht. Und dann, ja, ne? Das, ja. Gut, das Thema gibt sich jetzt bei New Adult eher weniger, aber ja, ich finde, das muss man mehr thematisieren, weil es unser Alltag ist. Ja, total. Ja, 50% der Bevölkerung. Ja, und gerade ein Buch, das dann irgendwie auch noch so empowern soll, und wie du ja meintest, auch so diese Selbstliebe und ein bisschen Mut machen, ist ja eigentlich ganz wichtig, dass man da auch drüber spricht. Ja, ich weiß nicht, wie sieht der Chat das? Ich glaube, der Chat fragt sich noch, ob sie noch einen Hinweis auf die Gewinnspielfragen. Das kommt noch, geduldet euch. Aber okay, wir können das jetzt natürlich auch machen. Das habe ich mir am Ende tatsächlich noch notiert. Und dann wollte ich noch ein kleines Spiel spielen, während der Chat gut reintippen kann. Aber wenn ihr so ungeduldig seid, kriegt ihr das auch gerne schon jetzt. Denn die Frage war ja so, was dein Liebstes in A-Buch ist. Und wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ja, was finden wir ideal? Welche Klischees verwenden wir, welche nicht? Hast du ein Buch, das das in deinen Augen sehr, sehr gut macht im A-Bereich? Das ist schwierig. Ich kann dir sagen, was mein liebstes NA-Buch ist. Das ist von Colleen Hoover, Nur noch ein einziges Mal. Das ist so gut. Ja, ich habe, glaube ich, noch nie so geweint bei einem Buch. Und ich finde, dass sie das immer wunderbar umsetzt, dass sie sehr starke Frauenfiguren hat. Voll. Und falls ihr das noch nicht kennt, lest das, weil ich will nicht spoilern, aber dieses Buch hat mich meine eigenen so Vorurteile voll überdenken lassen tatsächlich irgendwie. Ich habe auch total geweint, ich habe das Hörbuch gehört, musste mehrmals echt unterbrechen, weil es so emotional geschrieben ist und weil es dich wirklich so mit dir selbst konfrontiert irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe am Anfang so, dachte ich so, ach ja, die Protagonistin ist so ein bisschen selbst schuld und dann irgendwann kommst du aber so voll in ihr Denken rein und bist so richtig drin. Und dann ich finde, man erlebt diese inneren Konflikte unheimlich, denn man möchte den Helden lieben und man weiß aber, dass es nicht gesund ist. Ja. Und man kommt da wirklich in Konflikt und dann nimmt sie einen voll mit, das erwischt einen ziemlich kalt. Total. Und man selbst ist ja aber auch so genau in ihrer Situation. Also ich mag Colleen Hoover sowieso sehr, sehr gerne und sie sucht sich immer sehr, sehr krasse Themen aus, habe ich das Gefühl. Ja, es wird auch immer mehr. Also sie sprengt völlig den Rahmen und die Ketten, das finde ich ganz großartig. Aber bei dem Buch gab es ja auch ein Nachwort, in dem sie erzählt hat, dass sie das auch selbst, ist ja ein Un-Voice-Buch quasi, dass sie da selbst, ich finde, das merkt man im Buch auch an, das ist unfassbar gut gemacht. Ja, genau. Und hast du so ein Thema, über das du noch gerne schreiben würdest im NA? Kannst du das schon verraten? Oder bist du erstmal mit deinen aktuellen Themen sozusagen? Bin ich eigentlich im Moment echt ausgelastet. Deswegen, also ich fände es schön, wie ich das eben schon angedeutet habe, wenn wir auch mal was anderes haben als dieses College-Setting. Aber jetzt so ein konkretes Thema würde ich jetzt nicht benennen wollen. Okay, wäre vielleicht auch fies, wenn sich jetzt einer, der jetzt weiß, wie er anfangen muss zu schreiben, die Idee wegschnappt. Ich habe mir noch ein kurzes This or That überlegt. Mhm. Eigentlich wollte ich euch so ein bisschen betteln, aber du kriegst das bestimmt auch ganz toll alleine. Okay, und kannst dann schon mal, ist nicht so schwer. Mhm. Und zwar einmal, es wird echt einfach, Kaffee oder Tee? Tee, ich bin auf Kaffeeentzug. Okay. Seit ein paar Wochen. Ist es hart? Sehr. Wir machen auch kurz ein bisschen gemütliche Stimmung, sehr schön. Das passt auch sehr gut. Schreibst du lieber abends oder morgens? Mittlerweile sollte ich mehr morgens schreiben, weil ich abends zu müde bin, aber Nachtmenschen sind kreativer, glaube ich. Ja, bei mir ist das Problem, ich schreibe gerne nachts und morgens. Das geht sich überhaupt nicht aus mit so dem normalen Biorhythmus. Bad guy or good guy, das ist die Antwort. Ja, good guy. Leicht, good guy. Schreibst du lieber mit Musik oder in kompletter Stille? Beides. Also oft nutze ich die Musik wirklich, um mich in Stimmung zu bringen für eine bestimmte Szene. Und Musik spielt auch in meinen Büchern immer eine große Rolle. Ich glaube, es ist bei dir auch so. Hast du auch eine Playlist, glaube ich, immer drin? Ne? Es sind dann schon ja die Titel, die man dann auch beim Schreiben gehört hat oder die für die Geschichte wirklich eine Rolle spielen. Hast du es auch manchmal, dass du dann so einen Titel aus der Playlist auch wirklich im Text im Buch einbaust? Ja. Ja, das mache ich nämlich auch manchmal. Ich liebe das. Und manche Lieder der Playlist hört man dann auch so 100 Mal. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das, und ich kann es leider danach dann nie wieder hören. Also wenn das Buch dann fertig ist und es abgegeben ist, erscheint, dann ist diese Playlist leider für mich komplett verbrannt, weil dann verknüpfe ich so viele Emotionen damit, kann ich es dann eigentlich auch nicht anhören, ohne zu heulen. Also das ist schlimm. Aber manchmal aus Nostalgiegründen, ich habe die Breakaway-Playlist echt noch häufig gehört, so aus Nostalgie irgendwie. Genau. Bist du eher Team Happy End oder so trauriges oder offenes Ende? Team Happy End, Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, nie wieder lesen oder nie wieder schreiben, was würdest du wählen? Nie wieder lesen. Tut wahrscheinlich, aber nie, oder? Weil, kann ich gar nicht groß erklären, aber seine eigenen Träume kann man ja nicht abstellen. Ja, das stimmt. Und
dann. Ich glaube, das ist auch die Antwort, die jeder hören wollte, sonst hätten wir nämlich keine Bücher mehr von dir. Und ungeduldiger Chat und ungeduldige Zuschauende, ich übergebe wieder an euch. Ich nehme an, die Antwort wurde jetzt auch sehr, sehr schnell erraten. Ja, tatsächlich sind doch die ein oder anderen darauf gekommen. Doch bevor wir uns der Auslosung der Gewinnerinnen widmen, haben wir tatsächlich noch ein paar Fragen. Ja, gern. Nämlich haben wir sehr große Fans von New Adult Büchern, doch sie sehen sich wahrscheinlich auch im Freundeskreis manchmal den Vorurteil ausgesetzt, dass die Storys ja immer irgendwie alle gleich sind und das wäre ja langweilig. Hört ihr das auch manchmal und wie geht ihr mit so einem Vorurteil dann um? Ich höre das also jetzt so in unserer Autorenbubble nicht so. Ich glaube, weil wir alle sehr, sehr gut so connected sind. Mhm. Aber ich kenne das von der Arbeit. Ich habe dann so gesagt, oh ja, ich schreibe, mein Buch kommt bald raus. Alle so, oh mein Gott, echt? Dann sagst du so, was es ist. Ach so. Und sie dachten irgendwie so, es kommt so richtige Belletristik und so. Ich glaube, das ist so ein Vorurteil, dem ich mich ausgesetzt gesehen habe. Ich weiß nicht, wie dir das da geht. Aber das kam nicht von anderen AutorInnen, sondern mehr so von der breiten Masse. Und was so die gleichen Themen angeht, ich glaube, es rührt halt im Endeffekt daher, dass Menschen alle sehr ähnlich ticken. Wir sehen uns halt alle nach Liebe. Und natürlich ist das ein Liebesroman ein Thema. Aber das gibt es schon, keine Ahnung, mit Medievistik wieder zurückzukommen. Selbst Erik hatte das schon. Also es gibt es auch schon in mittelhochdeutscher und althochdeutscher Literatur. Und wir sind natürlich durch diese Altersspanne ja auch dann ein bisschen eingegrenzt. Mhm. Dann fallen halt so viele erste Male in diese Zeit und dieses Selbstfinden. Und das sind natürlich Themen, die sich wiederholen. Mhm. Ja. Und ich finde aber, es ist auch gar nicht so schlimm. Ich gucke mir, einer meiner liebsten Disney-Filme ist Rapunzel. Ich kann mir den 100-mal im Monat angucken, ich werde trotzdem glücklich. Also und du guckst die anderen Disney-Filme auch, obwohl die eigentlich alle ja ähnlich... Obwohl die auch ein ähnliches Thema haben, ja. Also ja. Das finde ich nicht so schlimm. Und im Prinzip in der Fantastik hat man ja auch oft so Heldenreise-Thematiken. Ich glaube, das ist gar nicht nur so ein NA-Ding tatsächlich, oder? Oder bei Krimis und Thrillern? Na, ich glaube, ihr löst das tatsächlich ganz gut über eure Figuren und vielleicht Themen, die angesprochen werden, vermeintliche Tabuthemen wie die Periode oder Unfälle, die damit einhergehen. Ich glaube, das ist ja das, was so eine Geschichte dann am Ende auch ausmacht. Das Setting mag ähnlich sein, wenn es auch mal weg vom College ist oder so, aber ich glaube, das ist das, was die Leserinnen dann auch zu schätzen wissen, ne? Das ist so diese Liebe zu den Figuren, die da drin steckt. Aber die Frage ist trotzdem, könntet ihr euch vorstellen, auch im anderen Genre mal zu schreiben? Ja, also ich habe ja, bevor ich veröffentlicht habe, eine Fantasy-Trilogie geschrieben, die ich nicht veröffentlichen werde. aber ich habe auch schon so gerade auf Twitch auch schon häufiger aus anderen Fantasy-Projekten gelesen und bin da gerade an was dran. Und hätte auch mal Bock, was Älteres zu schreiben, wie du halt gerade meinst, so ein bisschen weg vom College-Setting. Und irgendwie, aber ich könnte es aktuell noch nicht, würde ich mal gerne Thriller schreiben. Das dauert noch 10 Jahre bestimmt. Weil ich glaube, das ist echt schwer zu plotten. Und dann muss man sie auch gerne lesen, ne? Da wäre ich schon ich raus. Ich lese sie schon gern. Doch, das da hätte ich schon. Nein, ich bin Angsthase. Also, das ist nichts für mich. Doch, ich glaube, ich hätte schon Lust drauf. Aber ich glaube, da, genauso wie Sci-Fi, lese ich super gern, aber da fehlt mir einfach das Know-how und Recherche und so. Also, ich würde unheimlich gerne einen historischen Roman schreiben. Mhm. Das ist auch das, was ich unheimlich viel lese, gerne lese. Mhm. Also, das wäre noch so auf meiner Liste. Ja, vielleicht lesen wir. Welche Epoche würdest du dir aussuchen? Ja, also schon Nationalsozialismus oder ein bisschen davor, Weimarer Republik oder so 20er Jahre, das finde ich schon spannend. Mhm. Okay. Vielleicht könnte man das ja auch mit New Adult, das wäre aber was ganz anderes. Das wäre. Aber wäre eigentlich total cool. Ja, ich habe das schon mal angedeutet, aber schwierig. Kommt noch nicht so gut an. Ja, es ist natürlich nicht so eine Happy Story dann, ne? Aber brauchst du auch gar nicht immer. Mhm. Wer weiß, vielleicht kriegst du es ja noch hin. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, also ich glaube, hier würden sich einige freuen, wenn du, Annabelle, deine Trilogie dann doch mal veröffentlichen würdest. Nee, wollt ihr nicht, glaub mir. Aber von den Büchern, die ihr schon veröffentlicht habt, wenn ihr jetzt die nochmal lest, wenn die Zeit auch so ein bisschen vergangen ist, gibt es da vielleicht Figuren oder Szenen, die euch immer noch im Kopf umhergehen, wo ihr heute denkt, jetzt würde ich die irgendwie anders schreiben? Ja, immer. Also sobald es eigentlich fertig ist, sobald es gedruckt ist, also man könnte immer weiter überarbeiten, aber irgendwann, denke ich, muss man sagen, es ist jetzt gut genug. Und oder nach meinem Besten, nach dem Besten, was ich konnte. Also, ja.
Wir hatten es ja eben so von Rezensionen. Ich glaube, als ich die ersten Rezensionen gelesen habe, war ich so, ja, ich würde jetzt Lia komplett anders schreiben. Mhm. Mittlerweile bin ich eher so, nee, weil ich so an ihr gewachsen bin. Und sie ist halt jetzt so meine erste Protagonistin und ich will gar nicht mehr, dass sie perfekt ist. Also ich finde es total schön, dass ich mit den Charakteren gewachsen bin. Was ich mir vorstellen könnte, ist, mir andere Charaktere aus der Away-Reihe zu nehmen. Ich habe auch schon eine Idee für so einen vierten Band, den es jetzt erstmal nicht geben wird. Aber da hätte ich Lust drauf. Also da irgendwie die Themen weiter zu spinnen. Aber ich bin ganz froh, dass die einfach jetzt fertig sind. Ja, also, ich lese sie aber auch nicht nochmal. Also bei New Adult habe ich das auch nicht, aber ich schreibe ja jetzt schon, weiß ich gar nicht, 10 Jahre oder was. Und, oder veröffentliche schon seit 9 Jahren. Und die ersten Bücher, da waren halt bestimmte Themen gar nicht, so wie sie heute thematisiert werden, mit der Diversität oder dass man, also man ist heute viel sensibler an bestimmten Themen. Und da würde ich schon gerne das eine oder andere überarbeiten, weil ich mir denke, das geht heute irgendwie nicht mehr so, das ist nicht so schön. Das habe ich schon gemerkt. Ich habe beim Überarbeiten nochmal alle Harry Potter Anspielungen rausgestrichen und alles durch Herr der Ringe ersetzt, weil ich so dachte, vielleicht kicke ich das noch schnell raus. Aber da habe ich das Glück, das ist ja jetzt nicht mal ein Jahr her, dass mein erstes Buch rauskam, deswegen kann ich da noch nicht so mitnehmen. Ich habe auch oft Harry Potter Referenzen. Ist aber auch klar, weil es halt so popkulturell ist. Ja, ihr habt es gerade angesprochen, woran ihr gerade noch so schreibt oder schon geschrieben habt. Auf Blue wird sich sehr gefreut im Dezember. Das freut mich. Auf was dürfen wir uns denn noch so freuen von euch? Willst du zuerst? Oder? Also die Dark Academy-Reihe, Dark Ivy, die kommt dann im Juli und im November 2022. Ja, bei mir sind es 3 Bücher 2022, ist die Worlds-Trilogie, also es geht weiter mit NA, alles fernab vom College und es geht nach London und ich werde dann auch nochmal nach London, da freue ich mich schon sehr drauf und zu den anderen Projekten kann ich noch nichts sagen. Ja, genau. Okay, also bleibt es spannend. Mhm. Und die Spannung steigt jetzt, nämlich ich darf die Gewinnerinnen verkünden für unsere nächsten 3 Storyboxen, die Überraschungsboxen. Und freuen dürfen sich dieses Mal Spirity, Dawn und Yannick. Herzlichen Glückwunsch, ihr 3. Auch ihr bekommt von uns eine E-Mail mit allen Informationen, die ihr benötigt für das Gewinnspiel, damit es euch auch erreicht. Und wir wünschen euch viel Spaß damit. Und alle anderen nicht verzagen, das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. Genau. Vielen, vielen Dank dir und vielen Dank an alle, die zugesehen haben. Vielen Dank an dich, dass du so schön mitdiskutiert hast und so viele Einblicke gegeben hast. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist schön, dass wir uns dann mal austauschen können. Mal fernab von Instagram-Nachrichten, ja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt gleich in eine kleine Mittagspause, deswegen begleite ich dich gleich mit. Ich darf nämlich auch gleich eine kleine Pause machen. Ich freue mich sehr. Genau. Ja, ich komme dann gleich nochmal zu dir. Dankeschön. Genau, vielen, vielen Dank an euch und an Nicola Hotel. Wir werden jetzt gleich eine kleine Mittagspause machen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt auch gleich noch was zu essen holen. Und am Nachmittag geht es dann weiter mit wunderbaren Talks. Wir haben David Safir da, Peter Prange, Katharina Fuchs, Eliko von Kürti, Sebastian Fitzek. Es wird also ein volles Programm und ich freue mich sehr, das nachher wieder mit euch machen zu dürfen. Jetzt erstmal solltet ihr euch aber irgendwie ein bisschen stärken. Und wir haben Annika Kastner, die euch zeigen wird, wie man etwas Leckeres zubereiten kann. Sie ist Buchbloggerin, Influencerin, Autorin und schreibt auch Kochbücher. Viel Spaß. Hi ihr Lieben, mein Name ist Janet und ich bin Markenbotschafterin für Tolino. Ich hatte mich damals für das Shooting beworben, weil ich ein großer Fan von Tolino bin. Was ich an Tolino ganz besonders schätze, ist, dass man die online nutzen kann und dass man seine Bücher einfach überall online kaufen kann, wo man möchte. Ich habe mir damals vor circa einem Jahr den Shine 3 gekauft, bei dem ich das Smartlight ganz gerne mag, da ich am liebsten abends in meinem Bett lese. Und ich hatte mich für einen E-Book-Reader entschieden, weil man einfach so viele Bücher mit in den Urlaub nehmen kann, die man sonst gar nicht in den Koffer bekommt. Ich freue mich ganz besonders auf den Vision 6, wenn ich ihn dann bald habe. Und dann werde ich ihn vielleicht auch mal mit in die Badewanne nehmen. So, jetzt wünsche ich euch erstmal noch ganz viel Spaß bei den Tolino Story Days und vielleicht bis bald.